Halb acht. Autobahnmeisterei Hohenbrunn bei München. Bei Stefan Dörr steht heute Stochern im Dienstplan. Das heißt Müll sammeln. Für die Kirche West werden wir heute stochern. Das ist im Messebereich. Da ist mal wieder richtig viel Müll. Und dann fahren wir dann auch noch in die Rastanlage Vaterstetten West. Da ist immer was zum tun. Was heißt das? Ja, ich sag's mal so, die Reisenden sind nicht alle so sauber, wie man meint. Leider. Die schmeißen halt meistens einen Dreck beim Fenster aus. Leider. Stefan Dörr ist Straßenwärtermeister. Zusammen mit 23 Kollegen betreut er rund 70 Kilometer Autobahn rund um München. Auch die Ostumfahrung zwischen Kreuz Nord und Kreuz Süd. Wir sind früh mit der Arbeitszeit mit dem Müllsammeln beschäftigt, wo wir eigentlich auch andere Sachen zum Tor hätten. Also mindestens ein Arbeitstag geht schon mal nur für Müllsammeln drauf. Pro Woche? Pro Woche. Die Rastanlagen Vaterstetten West und Ost sind die größten in seinem Gebiet. Mit Parkplätzen für über 200 Autos und mindestens so viele Lkw. Was ich heute erwarte, einen vollen Müllsack. Das, glaube ich, wird definitiv heute noch der Fall sein. Wir haben eigentlich hier genügend Mülltonnen stehen. Also die Abstände sind total gering. Und trotzdem geht man halt nicht mehr zur Mülltonne, sondern dann schmeißen wir es beim Fenster aus, wenn man losfährt. Weil man möchte den Müll ja nicht im Auto haben. Er beginnt seine Arbeit am Beschleunigungsstreifen, wo immer am meisten Müll rumliegt. Mei, da hat einer das Wochenende genossen, darf ich mal sagen. Das ist so Wochenendration. Dass man Müll einfach irgendwo hinschmeißt, nein, dafür habe ich kein Verständnis. Also von hier aus, sage ich jetzt mal, bis zur nächsten Mülltonne, was sind das? 50 Meter. Das kann man eigentlich schon gehen. Wir versuchen so viel wie möglich mitzunehmen. Aber manche sagen, kommst du halt gar nicht hier oder willst du nicht mitnehmen. Weil es immer noch zu wenig Parkplätze sind, stehen Lkw am Wochenende verbotenerweise auch hier. Am Beschleunigungsstreifen. Der Lkw-Fahrer muss halt auch irgendwann mal aufs Klo. Und der geht halt dann leider nicht bis in die Rastanlage, nein, aufs Klo, sondern geht halt dann da in den Grünstreifen. Und wenn du dann beim Müllsammeln bist, musst du aufpassen, wo du hinsteigst, weil sonst steigst du da rein. Und das willst du nicht. Das ist zum Beispiel so ein gutes Beispiel. Jede Woche muss hier sauber gemacht werden. Und das ist sozusagen Nummer eins für heute. Dieser Parkplatz für rund 100 Lkw grenzt direkt an die Wiesen von Landwirten aus der Gegend. Da fliegt oft einiges über den Zaun. Kommt auch schon öfters vor, dass dann die Bauern bei uns mal anrufen und sagen, könnt ihr mal einen Müll zusammensammeln? Da müssen wir wieder ausrucken und den Müll sammeln. Klaus Pritzel ist einer der Bauern, der Felder an der Autobahn und den Rastanlagen hat. Müll bleibt hier an jedem größeren Hindernis hängen. Inzwischen ist es so viel, dass Pritzel alle zwei Wochen selbst zum Müllsammeln geht. Um noch größeres Unheil zu vermeiden. Dann wird es zum Mikroplastik und kommt noch irgendwann in die Nahrung oder fressen die Viecher. Das ist nicht Sinn der Sache. Also wir versuchen das zu bekämpfen, aber es ist ein Kampf gegen Windmühlen, muss man so sagen. Es ist schon dramatisch. Noch ist der Winterraps niedrig genug, um den Müll zu finden und zu sammeln. Wenn er erst höher steht, wird's schwierig. Vielleicht kann man mal den Zaun dichter machen, damit das Zeug nicht rausweht. Da ist er völlig offen hier. Oder ich weiß auch nicht. Man müsste die Leute anders erziehen. Die haben ein anderes Verständnis wie mir, was Müll angeht. Allein die Autobahnmeisterei Hohenbrunn sammelt jährlich etwa 20 Tonnen Müll ein. Das verursacht Personal- und Entsorgungskosten von einer Dreiviertelmillion Euro. In ganz Südbayern ist es ein Vielfaches.
Wir haben es mal abgeschätzt, dass wir in Südbayern etwa Müll, den wir an der Straße aufsammeln, so knapp 1000 Tonnen im Jahr sind. Gerade letzte Woche haben wir da hinten auch einen Kühlschrank gefunden, den einer weggeworfen hat. Also das wird schon teilweise wirklich als Müllkippe genutzt von manchen Menschen. Schaut noch ein Gasgrill aus. Nehmen wir den auch mit. Wir sind da tatsächlich ratlos, ja. Wir können das nicht ändern. Also das ist eine grundsätzliche gesellschaftliche Frage, wie man mit öffentlichem Eigentum umgeht. Wie beurteilen die Reisenden die Lage? Katastrophe. Ist nicht so sauber, wie es sein sollte. Das ist absolut eine Sauerei. Also die Kinder sagt man immer, Schatz, das ist das Negativbeispiel, räumt euch ein Zeug auf. Da kannst du ja auch keinen rumlaufen lassen, der dann die Leute beaufsichtigt. Geht ja auch nicht. Eine Müllpolizei gibt's tatsächlich nicht. Vor kurzem aber ist ein Müllsünder verurteilt worden, weil er hier massenhaft Kartons abgeladen hat. Stefan Dörr macht einfach weiter. Kommen Leute und sagen Dankeschön? Nein. So was habe ich noch nie erlebt. Und ich bin jetzt seit 2011 bei der Autobahn. Was ich aber schon gehabt habe, ist, dass einer beim Vorbeifahren noch was rausgeschmissen hat. Das habe ich schon gehabt. Die heutige Rastplatzbilanz: 4 volle Müllsäcke. Nächster Stopp: Feldkirchen West an der A94. Hier geht's zur Messe München. Jede Menge überregionaler Verkehr. Autos und Lkw fahren an ihm hier mitunter in Armlänge vorbei. Am Anfang war es echt ungewohnt, aber inzwischen sage ich mal, ist das für mich der Alltag. Also war schon mal gefährlich. Tatsächlich muss ich sagen, habe ich bis jetzt Glück gehabt, dass das jetzt noch nie so der Fall war. Mei, man muss halt schauen. Also, das kann man schlecht beschreiben. Teilweise merkst du es schon bei den Verkehrsteilnehmern, ob sie einen Abstand halten oder nicht, wenn sie die sehen. Zuletzt ist hier im Herbst Müll gesammelt worden. Die Winterstürme haben den Dreck über Monate in die Sträucher gedrückt. Und wie ist? Beschissen. Über 2 Stunden braucht er nur für Ein- und Ausfahrt in Richtung Passau. Wieder sind 4 Müllsäcke voll. Heute schaut's gut aus. Zumindest sauberer wie vorher. Das war schon schlimm. Jetzt mal denke ich mir, warum? Aber mei, solange die Leute nichts ändern, können wir nichts ändern. Stefan Dörr wird weiter sauber machen. Spätestens nächste Woche wieder.